Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder, Slack, mit einem neuen Video zu GTA Online. Und zwar sprechen wir heute mal über das Valentinstags-Update aus dem Jahre 2021 und was das eigentlich für eine krasse Enttäuschung war. Video geht los, viel Spaß dabei. Ja, Freunde, was geht ab? Heute geht es mal wieder um GTA Online und um das neueste damit verbundene Event. Denn wenn ihr vielleicht eine Freundin oder einen Freund habt, dann wisst ihr es womöglich. Heute ist Valentinstag und am Valentinstag kommt natürlich auch wie jedes Jahr ein kleines Update in GTA Online heraus. Das Problem an der Sache ist, dieses Jahr ist das Valentinstags-Event ein absoluter Reinfall. Und was das Ganze noch viel schlimmer macht, ist die Tatsache, dass das Valentinstags-Event von 2020 einfach um Welten besser war. Deswegen dachte ich mir, vergleiche ich im heutigen Video einfach nochmal die Updates der letzten beiden 2 Jahre, um nochmal ein bisschen mit erhobenem Zeigefinger über Rockstar Games zu sprechen. Wenn euch dieses Video übrigens heute auch gefällt und du gerne in Zukunft immer auf dem neuesten Stand zu GTA Online sein möchtest, dann abonniere doch sehr gerne diesen Kanal, weil ich halt jeden Tag ein neues Video zu GTA Online hochlade und du so newstechnisch immer top informiert bist. Gut, jetzt würde ich aber auch sagen, bevor wir noch mehr Zeit verlieren, lasst uns direkt mal mit dem Video anfangen. Also, wie gesagt, heute möchte ich mal die beiden Valentinstags-Events vergleichen. Denn wie wir schon alle an der Eventwoche von Donnerstag gesehen haben, das Valentinstags-Update 2021 ist großer Mist. Aber das Ding ist, ich habe still und heimlich gehofft, dass die wirklich fetten Rabatte erst heute am Sonntag, den 14. Februar, freigeschaltet werden, weil ja tatsächlich heute erst Valentinstag ist. Das hat Rockstar Games übrigens beim Black Friday genauso gemacht. Da kam Donnerstag erst eine beschissene Eventwoche heraus und am eigentlichen Black Friday gab es dann erst die krassen Angebote. Jetzt ist jedoch der 14. Februar und wir haben immer noch die gleichen Rabatte wie am Donnerstag. Wir können uns jetzt leider sicher sein, die Rabatte und Angebote werden sich nicht mehr ändern. Aber fang doch jetzt mal endlich mit dem eigentlichen Video an, Slack. Wie sehen denn jetzt die beiden Valentinstags-Updates im Vergleich aus? Okay, also 2020 gab es als Podiumsfahrzeug den Roosevelt. Das passt auch wie Arsch auf einmal, weil das halt das Valentinstags-Fahrzeug ist, was jedes Jahr in GTA Online erscheint und es sich da natürlich anbietet, das Fahrzeug aufs Podium zu stellen, weil so jeder die Möglichkeit hat, dieses Fahrzeug kostenlos zu bekommen. 2021 ist das jetzt aber der Dominator GTX. Das ist ein Muscle Car, was genau nichts mit Valentinstag zu tun hat. Und das war schon der erste Punkt, in dem Rockstar Games dieses Jahr verkackt hat, denn es ist ein Valentinstags-Event, also wie so bekomme ich ein Muscle Car aufs Podium. Aber kommen wir jetzt mal zu den wirklich wichtigen Sachen. Wie konnte man denn 2020 Geld verdienen? Als erstes Mal gab es 2020 die begehrten Diamanten im Casino als Beute. Und wie ihr vielleicht noch wisst, Diamanten sind die wertvollste Beute aus dem Diamond Casino Heist und erscheinen außerdem nur zu speziellen Anlässen. Also echt nice, dass Rockstar Games uns letztes Jahr die Diamanten gegönnt hat. Aber nicht nur das, nein, es gab auch noch 50% mehr Beute im Diamond Casino Heist. Man konnte also nicht nur die wertvollste Beute mitnehmen, nein, man hat obendrauf auch noch 50% mehr Geld bekommen und das an sich ist schon wirklich eine super kranke Aktion. Und 2021, nun, da gab's nix. Da gab's nämlich keine Diamanten. Na gut, Slack, aber in der Zwischenzeit ist ja das Cayo Perico Heist DLC erschienen und in diesem Update gab's ja auch die Diamanten im Panther-Statue als Spezialbeute, welche nur manchmal nach GTA Online hinzugefügt wird. Gab's dann die vielleicht im Rahmen des Valentinstags DLC? Würde sich ja mega krass anbieten eigentlich. Nö, weder Diamanten gab's, noch die Panther-Statue. Also mehr Beute möchte uns Rockstar Games dieses Jahr wohl nicht gönnen. Also wir haben bis jetzt 2021 keine wirklich gute Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen. Dann schauen wir uns jetzt nochmal 2020 an, denn da gab es noch eine Kleinigkeit, nämlich doppeltes Geld auf den Fliegerüberfall, den Gefängnisausbruch und die Serie A-Finanzierung. Also es gab einfach nochmal zusätzlich zu den 50% mehr Beute im Diamond Casino Heist auch noch doppeltes Geld und RP auf ausgewählte Raubüberfalle, also wirklich eine mega starke Aktion. Aber 2021 gab es nichts dergleichen in GTA Online. Kommen wir jetzt nämlich auch mal zu den Missionen, welche nämlich 2021 mehr Geld geben, denn es gibt dreifaches Geld und RP auf den Gegnermodus, bis der Tod uns scheidet. Gut, da muss ich sagen, das passt zumindest zum Valentinstag. Erste Sache, die Rockstar Games mal richtig gemacht hat. Dann gibt es außerdem noch dreifaches Geld und RP auf das vor die Schrotflinte gelaufen Deathmatch. Okay, das Deathmatch hat mit einer Hochzeit zu tun, also passt das auch noch ein bisschen zum Valentinstag. Auch wenn 2021 nun wirklich niemand mehr Deathmatches spielt, aber das Highlight, das kommt ja noch, denn es gibt doppeltes Geld und RP auf alle DJ-Missionen. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, welche DJ-Missionen, das sind die Anrufe, die wir von English Dave bekommen, um den DJs zu helfen. Also gibt es da jetzt halt doppeltes Geld in der P drauf. Das hat nichts mit Valentinstag zu tun und wirklich reich wird man damit auch nicht. Aber das Ding ist, das war's. Das sind alle Möglichkeiten, wie wir im Jahre 2021 mehr Geld verdienen können. Und die Möglichkeiten sind erstens ziemlich scheiße und werden zweitens vom Umfang einfach nicht einem Valentinstags-Event gerecht. Nochmal zum Vergleich. 2020 gab es die exklusiven Diamanten als Beute. 50% mehr Beute beim Casino heißt, doppeltes Geld auf ausgewählte heißt und doppeltes Geld in der P auf eine Auswahl von Gegnermodi. Der beste Deal im Jahre 2021 ist vielleicht die Tatsache, dass es diese Woche kostenlosen Champagner im Nachtclub gibt.
Super Rockstar Games. Das möchte ich am Valentinstag nämlich machen. Ja, und zu guter Letzt haben wir dann jetzt nochmal die Rabatte, denn 2020 gab es nämlich echt viel im Angebot. Insgesamt gab es nämlich 17 Fahrzeuge und 4 Immobilien. Darunter aber auch mal das ein oder andere wirklich nice Fahrzeug. 2021 gab es jetzt aber nur noch 8 Fahrzeuge, also die Hälfte vom Vorjahr, wovon 4 aber auch noch absoluter Müll sind. Also eigentlich gibt es nur noch effektiv 4 Fahrzeuge dieses Jahr und eine einzige Immobilie ist im Angebot. Das ist nämlich der Nachtclub, mehr aber nicht. Und ganz ehrlich, ich bekomme jedes Mal das Kotzen, wenn ich sehe, dass diese dämlichen vergoldeten Jets und Helis wieder im Rabatt sind, weil sie einfach absoluter Mist sind, die wirklich fast keiner haben will. Aber wirklich sinnvolle Dinge, wie zum Beispiel die Akula, die B11 oder die Hydra, sind nur alle Jubeljahre mal günstiger zu bekommen. Das muss doch wirklich nicht sein, regelmäßig einen Rabattplatz mit irgendeinem vergoldeten Heli zu verschwenden. Es ist einfach nicht zu fassen, wie wirklich in jeder einzelnen Kategorie das Valentinstags-Update 2021 schlecht abschneidet. Und das nach der großen Sommer-DLC-Enttäuschung 2020. Gut, da muss man jetzt auch sagen, nach 7 Monaten kann man da mal wieder drüber hinwegkommen, aber dennoch, Rockstar Games weiß doch, dass wir immer noch alle wegen Corona zu Hause sitzen und viel zu viel Zeit haben. Da wäre es doch mal wieder eine schöne Geste gewesen, der Community 7 Tage lang eine richtige Freude zu machen. Aber nein, stattdessen müssen wir uns mit einer wirklich langweiligen, lieblosen Eventwoche zufriedenstellen und das am Valentinstag, dem Tag der Liebe. Aber Freunde, wie sieht das denn jetzt bei dir aus? Findest du auch, dass das diesjährige Valentinstags-Event einfach nur enttäuschend ist oder bist du vielleicht sogar ganz zufrieden? Schreib mir deine Meinung dazu doch gerne unten in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt drauf. Aber gut, das war's jetzt auch mit dem Video und bis wir uns jetzt also wiedersehen, würde ich sagen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.